So, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde Paladins mit der guten Sky. Es hat mich nur knapp eine halbe Stunde gebraucht. Ich habe nur eine halbe Stunde gebraucht, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Weil die letzten 10 Versuche ist entweder, hör auf hier rumzuballern wie so ein schwerbehinderter Vogel, Alter. Bei den letzten 10 Versuchen ist das Spiel nämlich entweder nicht gestartet. Das heißt, die Matches haben, also man war in der Champion-Auswahl, da ist man dann in die Lobby zurückgeflogen. Oder wir waren schon mal hier, wo wir jetzt sind, dann bin ich auch in die Lobby zurückgeflogen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal, wenn jetzt hier nochmal irgendwas schief geht, ganz egal was, dann gebe ich einen Keks auf das Spiel. Okay, wir schauen mal. Fakt ist auf alle Fälle, ich spiele eine Flankiererin. Ich weiß noch nicht, wie eine Flankiererin funktioniert, weil ihr kennt mich ja, ich scheiße auf 1000 Spiele machen, um das Beste rauszusuchen. Es gibt doch nichts Besseres als Blind Gameplay. Was ich hingegen weiß, ist, dass Paladins jetzt die 4 Millionen Spielermarke überschritten hat. Ist das ein Gegner? Ja. Was mache ich denn mit Q eigentlich? Irgendwie so eine Rauch. Hä, hallo? Oh, der gibt mir, Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Was macht F? Bin ich jetzt. Ah, jetzt bin ich unsichtbar. Guck mal. Jetzt bin ich wieder sichtbar. Aua. Oh, ich bin gleich tot. Hilfe, Heiler. Oh, ich habe ihn gekillt. Heiler. Oh, danke. Oh, I like the heals. Ich liebe die hochprofessionellen Soundanimationen und Sprachanimationen. Oh, Double Jump gibt's hier. Warte mal. Hat die gerade einen Double. Ey, was springt die denn, die so doof? Oh, ich kann auch rechts. Aua. Ich finde, was ist das für eine komische Waffe, Alter? Ach, guck mal, man kann hier so... Okay, jetzt bin ich wieder unsichtbar. Hallo! So, ich kann... What the fuck? Was war das denn? So, ich kann jetzt die Gegenstände kaufen. Ich bin der Angriff, ne? Also kaufen wir... Was ist das hier? Deine Waffenschüsse reduzieren Heilung. Mehr Schaden. Okay. Mehr Schaden ist immer gut. Paladins hat die 4 Millionen Spielermarke überschritten und ich glaube, Overwatch hat wie viel? 12 Millionen? Ich glaube, ne? So genau weiß ich das gar nicht. Mein Paladins ist ja free to play. Ich weiß auch nicht genau, wie man das, wie die das werten. Ob die da jetzt irgendwie wegen jedem, ob die jetzt jeden Account als einen Account werten, der spielt, auch wenn er vielleicht gar nicht spielt, oder ob das halt wirklich aktiv ist. Was geht hier ab? Ich sehe nichts. Warum raucht das Ding? Geh weg. Was habe ich denn? Hä? Ich habe irgendwas geschossen. Keine Ahnung. Er fliegt halt rum. Farah. Farah für Arme. Alter. Wie viel Damage der Typ macht. So. Gibt's hier Heilung? Heilt mich das Ding? Oh, Heilung. Wie verberge ich mich so? Okay. Lol. Wie er mich sieht. Der hackt doch. Wo ist er denn? Ich krieg grad gar... ich krieg grad gar nichts mehr mit. Keine Ahnung. Oh, always up for a ride. Oh. Verstehen Sie? Wahrscheinlich. So, wir spielen uns wieder auf den Eisminen. Ne, das ist diesmal Eisminen. Letztes Mal war es Frostschacht oder irgendwie sowas. Oder? Keine Ahnung. Das ist aber eine andere Map diesmal. Dann gab es noch irgendwie eine Map gesehen, irgendwas mit Sommer, Sonne, Sonnenschein. Da war auf alle Fälle mehr dabei. Wir können mal wissen, dass wer spielt eigentlich von euch selber Paladins? Spielt jemand von euch aktiv? Kann es ja sein, dass sich seit dem letzten Mal was geändert hat. Ist auch schon wieder fast 2 Wochen her. Oh, ich habe einen Kill gemacht. Ja, ja, easy. Was ist eigentlich der Unterschied? Macht das mehr Damage? Oh ja, das macht mehr Damage. Und das muss... Ah, ich kann das gleichzeitig. Ich kann das und das. Okay. Das heißt, ich kann das hier nutzen. Und kann dann das hier noch nutzen. Und kann das hier nutzen. Was auch immer. Das ist eine Bombe scheinbar. Und ja. I like the heels. Oh, da ist ein Panzer irgendwas. Gut, wir können es ja unsichtbar machen. Ach, hier ist schon der Zielpunkt. Komm, mach ihn weg. Aber hier Bombe... Ah ja, aber ich bin richtig gut gerade. Und Ulti, was auch immer das bringt. Das ist die... Ah, das ist so eine Riesenbombe, oder was? Okay. Ja gut, das war die erste Runde. Woo! Wir spielen ja noch gegen Bots, glaube ich, weil... Bots. Man muss ja... Was mir gesagt wurde, ist, dass man bis Level 5 oder irgendwie so, also bis Level 3, spielt man gegen Bots oder irgendwie so war das. Ich habe schon vergessen, muss ich gestehen. Also ich kann kaufen, genau. Was haben wir denn? 752. Beim Kill wirst du geheilt. Heilung 4% Gesundheit. Oh, Waffenschüsse, Lebensentzug. Das hört sich nice an. Ah, how fun! Ich liebe ja die ungeheuer professionellen Synchronsprecher.
Was mir auch aufgefallen ist, man kann so viel verändern. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dass du deine Charaktere anpasst. Pferd, Stimmen, also du kannst sogar andere Soundpacks ausrüsten. Du kannst natürlich, ey, wie die auf ihrem Pferd drauf sitzt, Alter, so voll, als ob die das Pferd vergewaltigt. So, auf alle Fälle viele Abwechslung. Was geht denn mit ihm aber, Alter? Ich bin mal unsichtbar, ne? Was? Enemy Double Kill? Yo, wahrscheinlich seht ihr mich. Wahrscheinlich seht ihr mich. Yo. Was offenbart? Was heißt offenbart? Oh, ich bin tot. Ich bin gleich so tot. Ja, die wissen halt. Ja, sie weiß es halt, ne? Die hat halt sämtliche Arten von Aimbot. Wohin gehst du denn? Was suchst du denn? Ah, schade. Ach man, was jetzt geklappt? Sehe ich jetzt aus ihrem Point of View, was mir dieses komische... Ach so, der Aimlock, Alter. Seht ihr den Der Aimlock des Todes. Ziel verloren, Alter. Wir kriegen gerade vom Boss auf die Schnauze. Ich krieg. Enemy Killing Screen. Alles klar. Warum auch nicht? Also ich spiele scheinbar... Ist das hier ein volles Bot-Match? Nee. Oh, das ist hingegen ein Problem. Kurz weg. So. Ja, genau. Er sieht mich halt nicht. Er schießt trotzdem auf mich, weißt? Hallo? Was ist denn... Das ist doch lächerlich, what the fuck? Ich bin unsichtbar und die können auf mich schießen. Ja, der Aimlock da noch. Schaut euch das mal an. Schaut euch mal den Aimlock der Bots an. Ey, kann es sein, dass die Bots stärker sind als Spieler? Deine Mutter ist im Rampage, ja. Ich meine, man kann... Jo. Ladung anfechten. Jawohl. So, ich schieb mal das Ding mal zurück hier. Aua. Aua. Also, ich bin wieder full HP. Ich laufe die ganze Zeit zurück, hab übelst Angst. So. Ja, ich würde sagen, wir schieben das wieder zurück. Was hat er denn? Wie kann denn. Warum hat er einen Baum eine Axt in der Hand? Das ist doch mal total dumm. Warum würde ein Baum eine Axt nutzen? Was geht mit ihm ab? So eine dumme Ziege. Ja, genau. Was, Ghost 6? Das war ein bisschen Free Fire dabei. Hier gibt es eine Bombe ins Gesicht. Jawoll. Hier, das Spellbinder auch noch weg. So, jetzt komme ich langsam wieder rein. Ja? Ich muss jetzt wieder reinkommen. Ja, das war die erste... Was, Dragonborn? Spielen wir hier Ding oder was? Skyrim. Achso, man kann ja hier sehen, was die kaufen, genau. Die Bots kaufen auch? Ja, die kaufen auch, Tatsache. Achso, da kommt's. Hallo. Ah, schade. Ich fände es cool, dass das schnell, wenn das schneller zurückgehen würde oder irgendwie so, keine Ahnung. Dass man halt irgendwie, wenn man den ersten Punkt verliert, dass man trotzdem noch die Möglichkeit hat, halt irgendwie nochmal einen Punkt zu machen. Was willst du denn von mir, Alter? Jawohl. Dass man halt noch die Möglichkeit hat, doch irgendwie einen Punkt zu bekommen. Also, okay, wir haben einen Punkt bekommen. Wahrscheinlich, weil die es nicht geschafft haben. Okay, passt. Da habe ich nichts gesagt. Das finde ich gut. Ist ein feines Feature. Ich weiß immer noch nicht, was meine Kuhfertigkeit macht. Wie kann ich das irgendwie sehen? Sky, einfach. Du bist auch einfach. Ich kann was kaufen. Wie viel habe ich denn? 1170. Dann kann ich das mal upgraden, oder? 20% Lebensentzug. Okay. Aber man kann auch von jeder Sache nur ein Item kaufen, ne? Das heißt, ich kann nur einmal Heilung kaufen, ich kann nur einmal Unterstützung kaufen. Ist an sich natürlich das beste System. Das heißt, man muss sich natürlich aussuchen, was man haben will. Man kann nicht nur Angriff gehen. Man sucht sich ja von jedem eins aus, was ich generell cool finde. Ist eine coole Sache auf alle Fälle. Und wir werden das jetzt gewinnen, egal was passiert. Ich bin in einem 10-Kill-Streak. Das ist auch gut. Ich bin übrigens falsch geritten. Ich reite gerne mal falsch. Ja, die kennen sich ja schon aus, ja, die ganzen Suchtis. Ich muss sagen, erstmal da die... Yo, Alter, tons of damage. Oh! Hilfe! Ah, guter Junge. Wir sollten das auf alle Fälle einnehmen, bevor dies einnehmen. Jawohl. Mordserie sogar gleich. Mach mal das Auge hier weg. Ich mag's nicht, wenn die Augen rumgammeln.
So, wo sind die Gegner? Das ist alle tot. Wunderbar, haben wir das Ding eingenommen. Hier, ich nehme auch mal mit ein. Machen wir mal nützlich hier. So, wenn es euch gefällt, wenn ihr sie sehr mähen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Nicht mehr sehen, sondern sehr mähen. Hallo, dumme Kuh. Hallo, dummer Typ, der rumfliegt. Oh, die Granate war gut, glaube ich, oder? Yo, Alter, what the fuck, Mann? Schaut euch das mal an. Leute, der Aimlock. Ich komme auf den Aimlock nicht klar, ey. Ach, wir haben schon gewonnen. Ah, cool. War ein gutes Spiel. Hat Spaß gemacht. Gibt es noch irgendwie, weiß ich, schon wieder vergessen. Es gibt tatsächlich auch ein Highlight des Spiels. Das ist halt echt komplett wie Overwatch. Overwatch und Paladins sind zu 100% gleich. Spielen sich allerdings komplett unterschiedlich. Muss man dazu sagen. Ja, das ist jetzt Play of the Game. Ja. Ich bin schwer beeindruckt. Weiß ich, mit meiner Bombe mache ich den meisten Damage und sie kriegt den Play of... Naja, whatever. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Morgen geht's weiter mit einer neuen Runde. Hasobein 4. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.